Die meisten kennen die Immersive Portals Mod vermutlich, weil sie Dimensionen bereisen deutlich cooler macht. Doch was, wenn ich euch sage, dass das alles gerade mal die Spitze des Eisbergs ist? Tatsächlich kann man mit dieser Erweiterung nicht nur bessere Nether und End, sondern genauso auch eigene Portale erschaffen und komplett frei modifizieren. Für das heutige Video habe ich ewig nach Möglichkeiten gesucht, die verschiedenen Funktionen bestmöglich auszureizen und möchte euch davon meine Favoriten vorstellen. Von unendlichen Tunneln über betretbare Häuser in anderen Häusern bis hin zu verschiedenen weiteren Dingen, die absolut keinen Sinn ergeben, ist heute wirklich alles möglich. Glaubt mir, euer Kopf wird am Ende dieses Videos maximal überfordert sein und falls nicht, dann geben euch vermutlich spätestens die danach kommenden Maps aus dem Internet den Rest. Freunde, bevor es nachher absolut verwirrend wird, starten wir jetzt erstmal mit den bekanntesten Features dieser Mod rein. Wenn wir uns hier nämlich einmal ein ganz normales Nether-Portal aufbauen und dieses dann anzünden, dann seht ihr schon, entstehen hier solche Partikel und auf der anderen Seite wird einfach in Echtzeit der Nether gerendert. Als wäre das noch nicht cool genug, können wir da jetzt auch super entspannt einfach durchlaufen und sind, naja, sind random im Nether und vom Nether sehen wir dann auch wieder die Overworld. Wir können ja auch einmal rumfliegen, dann, naja, kommen wir halt auf der anderen Seite raus, wie ein normales Nether-Portal eigentlich. Nur halt viel, viel cooler und super praktisch, um einfach mal schnell durch die Gegend zu traveln. Der ganze Spaß funktioniert dazu nicht nur bei einem Nether, sondern auch bei einem Endportal. Wenn ich das hier aktiviere, seht ihr schon, wird hier drin einfach die Endinsel gerendert. Und auch da können wir jetzt ganz easy durchspringen und, naja, landen dann halt die direkt im End und können den Drachen bekämpfen. Da dieses Feature wirklich absolut wild ist, habe ich mir außerdem ein paar Experimente bzw. Mythen rausgesucht, die ich damit gerne testen würde. Zum einen ist das Krasse, dass nicht nur Spieler hier schnell durchgehen können, sondern dass das Ganze auch für Entities gilt. Ihr seht, ich stehe jetzt hier und kann einfach mit Pfeil und Bogen einmal random in den Nether reinschießen. Und meine Frage ist deswegen, ob man sich so vielleicht super easy an easy die Alliance holen kann. Um das zu testen, spawnen wir hier mal auf der anderen Seite einen Ghast, am besten ohne KI. Das sieht sehr, sehr random, aber auch gut aus. Jetzt gehen wir hier einmal durch das Portal in den Nether rein. Da drüben ist übrigens auch noch unser anderes. Da können wir übrigens auch immer noch ganz einfach durchfliegen. Naja, was ich jetzt allerdings einmal testen möchte, ist, wenn wir jetzt hier aus dem Nether diesen Ghast töten, bekommen wir dann das Advancement. Normalerweise ist das super schwer zu bekommen, weil man erstmal einen Ghast irgendwie durch ein Portal in die Overworld bringen muss. Jetzt bin ich allerdings gespannt, ob das so vielleicht easy geht. Okay, nee, das hat leider nicht geklappt. Wir haben Take Aim und Monster Hunter bekommen, aber leider nicht an Easy Alliance. Eine weitere Sache, die ich bei Nether-Portalen gerne testen würde, ist, ob man so vielleicht Wasser hier reinkriegt. Normalerweise, ihr kennt das ja, wenn man einen Wassereimer hier im Nether platziert, dann verdunstet der einfach direkt. Wie sieht das Ganze jetzt allerdings aus, wenn ich hier in der Overworld Wasser platziere? Okay, das hätte ich mir denken können. Das Portal geht einfach wie ein normales Nether-Portal kaputt. Schade. Eine weitere Sache, die ich unbedingt ausprobieren wollte, ist, ob man so vielleicht auch mit Minecarts direkt aus der Overworld in dem Nether weiterfahren kann. In der aktuellen 1.21 Version geht das ja jetzt auch im normalen Minecraft. Wir sind hier allerdings noch in der 1.20.4 und wenn das Ganze so funktioniert, wäre das auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Gamechanger damals gewesen. Wir platzieren hier ein Minecart, setzen uns da einmal rein. Dann wird schnell losgefahren und wir buggen extrem in der Welt umher. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das größtmögliche Portal, was man in Vanilla Minecraft bauen kann, ist 23 mal 23 Blöcke groß und auch das muss ich mir einmal mit dieser Mod anschauen. Oh mein Gott, guckt euch diesen riesigen Rahmen an. Ich bin wirklich gespannt. Wow. Jo, das ist ja übercool. Guckt euch das an. Wir haben hier im Nether einfach so ein riesiges Bild sozusagen von der Overworld. Und hier in der Overworld haben wir ein riesiges Bild vom Nether, um genau zu sein, von einem Warped Forest. Boah, und ich bin auch wirklich gespannt, wie das am Ende mit Shader aussieht. Yo, das ist einfach nur heftig.
Oh mein Gott, das ist ja wunderschön. Also wirklich, das ist unfassbar krass. Ich bin absolut begeistert von dieser Mod und das ist noch nicht mal annähernd alles, was wir uns heute anschauen werden. Oh, aber eine Sache habe ich euch doch noch nicht gezeigt. Und zwar kann man jetzt auch Portale auf dem Boden bauen. Wir können hier dieses random Ding einfach anzünden. Im normalen Minecraft geht das ja nicht. Und somit haben wir einfach ein Nether-Portal im Boden, wo wir dann, naja, durchfallen und wieder hochfliegen können. Stellt euch vor, ihr lauft hier einfach normal durch die Welt, auf einmal fallt ihr durch ein Loch und seid im Nether. Boah, jetzt aber die Frage, wenn man so ein Nether-Portal auf dem Boden bauen kann, kann man dann auch ein Endportal wie ein normales Nether-Portal bauen? Danke für Maskieren, wir probieren. Ja, okay, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so funktioniert und das tut's auch nicht. Wobei, eine kleine Sache würde ich an den Endportalen dann doch gerne nochmal ausprobieren. Ich habe euch ja schon erklärt, dass hier diese Welt einfach in diesem Portal gerendert wird. Jetzt allerdings die Frage, können wir dadurch auch aus der Overworld die Kristalle zerstören und dem Drachen schaden? Okay, wir probieren es aus. Ich schieße hier mal einen Pfeil rein. Das sieht allerdings ehrlich gesagt nicht so gut aus. Okay, also ich glaube, wir können hier wirklich keine Pfeile durchschießen. Wobei, wie sieht's aus, wenn wir durchfallen? Wird das dann gerendert? Nee, leider auch nicht. Na gut, jetzt wo ich euch die wohl bekanntesten Features vorgestellt habe, wird es Zeit für das wirklich, wirklich wilde Zeug. Mit dieser Mod sehen nämlich nicht nur die normalen Portale cooler aus, sondern man kann sich einfach auch eigene erschaffen. Um das zu machen, gibt es hier einen neuen Block, und zwar den Portal Helper. Damit können wir hier einfach mal ein sozusagen Nether-Portal aufbauen, beziehungsweise im selben Shape. Hier hinten können wir dann zum Beispiel einfach noch ein weiteres aufbauen. Und wenn wir dann eines von diesen einmal anzünden, dann werden diese beiden einfach gelinkt. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Portal und wenn wir da durchgehen, dann landen wir einfach in diesem Portal. Es ist super verwirrend. Also ich meine, guckt euch das an. Ich bin hier. Da drüben ist das andere Ding. Ich laufe hier durch und bin auf einmal hier in dem anderen Ding. Und wenn ich dann da wieder durchlaufe, dann bin ich wieder hier vorne. Auch wenn diese Portal-Helper-Blöcke unfassbar cool sind, sind sie mittlerweile outdated. Es gibt in der Mod nämlich ein neues Feature. Das hier, meine lieben Freunde, ist der Portal Zauberstab und damit kann man nochmal coolere Sachen machen. Hier haben wir nämlich die Möglichkeit, Portale aus jedem einzelnen Block zu machen und können diese so krass anpassen. Um sie zu benutzen, muss ich einmal die linke untere Ecke auswählen, dann die rechte untere. Jetzt können wir einmal auswählen, wie groß das Portal sein soll und außerdem auch die Neigung einstellen. Ich starte hier allerdings einmal mit so einem Basic-Ding rein, das heißt, ich rechtsklicke. Das Ding ist jetzt gelockt, jetzt müssen wir natürlich noch den Ausgang bestimmen. Dafür gehe ich einmal hier rüber zu diesem Cobblestone-Portal, mache da genau dasselbe und genau so können wir wirklich super easy ein neues Portal erschaffen, was deutlich schöner aussieht als die Dinger da drüben. Ach ja, und funktionieren tun sie eigentlich genauso. Ich laufe hier durch und lande einfach da oben auf diesem Baum drauf. Dazu haben wir hier wirklich noch eine sehr, sehr große Auswahl an allen möglichen Commands, um diese Portale nochmal im Nachhinein zu bearbeiten. Mit den Dingern hier können wir sie zum Beispiel einfach drehen, was wirklich ganz, ganz, ganz weird aussieht. Und auch an sich ist mit Commands noch so viel anderes Zeug möglich, wo ich mich wirklich extrem gut reingelesen habe und euch jetzt meine 22 Favoriten vorstelle. Beginnen wir erstmal noch harmlos, denn mit dieser Mod kann man tatsächlich endlich das Ancient City Portal aktivieren. In dem Fall habe ich es so gemacht, dass wenn man hier durchfliegt, man einfach random in irgendeiner Schneewelt landet. Wie, das ist euch nicht cool genug? Okay, dann wird das nächste halt ultra verwirrend. Selber schuld. Ich bin ehrlich, das nächste Experiment ist eines meiner Favoriten und ich bin gespannt, wer von euch das auch ohne meine Erklärung kapiert. Okay, also, wir haben hier einen ganz normalen Raum, in der Mitte ist halt ein Goldblock. Und wenn man sich das so anschaut, dann, naja, sieht das relativ basic aus. Wir können hier reinlaufen, können einmal drumherum gehen, können den Block hier theoretisch auch abbauen. Ja, und an sich ist das hier halt eigentlich nichts Besonderes. Einfach ein Raum mit einem Goldblock. Naja, wenn ihr das relativ normal findet, dann guckt euch mal an, was passiert, wenn ich hier um die Ecke gehe. Ja, hier an der Seite.
Seite ist auf einmal ein Dia-Block da drin. Also ich kann hier immer noch reingehen, hab hier einen Goldblock und hier drüben ist ein Dia-Block und auch den kann ich einfach bearbeiten. Naja gut, okay, das ist schon relativ verwirrend, aber sind wir ehrlich, schlimmer wird's nicht, oder? Das ist ja der Anfang vom Video, wir starten direkt mit dem krassesten rein und sowas. Was soll hier schon... Hey! Oh mein Gott, hier ist ein Emerald-Block. Und ja, auch da können wir reingehen. Und ja, auch hier drüben die anderen Blöcke existieren immer noch. Genau wie dieser Netherite-Block. Der war doch am Anfang auch noch nicht da. Und auch da können wir reingehen. Okay, das ist wirklich zu viel für den Anfang für meinen kleinen Kopf. Zum Glück wird's nicht noch krass. Oh mein Gott, da oben ist eine Jukebox. Oh Gott, wenn wir von oben reingehen, dann ist da eine Jukebox. Und auch, ja, hier können wir alle möglichen Blöcke platzieren und wieder rausfliegen. Und alles ist super smooth und es ergibt alles keinen Sinn. Falls ihr wissen wollt, wie ich das Ganze gemacht habe, kann ich euch das übrigens gleich mal kurz zeigen. Wenn wir hier nämlich einmal in diesen kleinen Räumen sind, dann sind wir eigentlich in einer Höhle mit vielen verschiedenen Räumen. Diese Eingänge hier sind jeweils Portale und je nachdem, von welcher Seite man durchläuft, landet man halt in einem anderen kleinen Cube. Boah, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Oder viel besser verstauen. Darf ich euch mein Lager zeigen? Ich bin ehrlich, ich bin schon ein bisschen zu stolz auf diesen Übergang gerade. Naja gut, was ihr hier seht, ist mein kleines Mini-XXL-Lager. Von außen sieht das Ganze einfach nur aus wie, naja, ein kleines Haus. Vielleicht kann man da ein, zwei Kisten drin platzieren, aber sonst eigentlich nichts weiteres. Öffne ich jetzt allerdings einmal diese Tür, dann seht ihr schon, da drin sind irgendwie ein paar Kisten. Und wenn man ehrlich sind, sind das mehr Kisten, als man eigentlich da drin verstauen kann. Naja gut, wisst ihr was? Ich laufe da einfach mal rein. Es beginnt direkt zu laggen und ich weiß auch warum. In diesem kleinen Mini-Haus ist tatsächlich ein riesiger Raum mit unfassbar vielen Kisten. Oh mein Gott, mein PC schafft das nicht. Ich muss schnell wieder zurücklaufen. Oh mein Gott, ganz, ganz fix die Tür zu. Ich will da nie wieder drüber reden. Okay, ich weiß. Das war für den Anfang vielleicht ein bisschen viel. Wir machen versprochen etwas entspannter weiter. Das hier, meine Freunde, ist das, wie ich es genannt habe, Hamsterrad, bestehend aus nichts weiter als zwei Bambusportalen. Wenn wir uns da einmal dazwischen stellen, dann seht ihr schon, irgendwas ist weird. Wenn wir hier durchlaufen, dann landen wir auf der anderen Seite und kommen da wieder raus. Und das Coole ist, wir sehen uns sogar selber. Das finde ich wirklich ultra sick. Wir können uns selber von hinten beobachten. Von vorne wäre natürlich auch cool. Dazu kommen wir allerdings später noch. Auch da gibt es in dieser Mod einen kleinen Trick. Warum ich das Ganze das Hamsterrad genannt habe, muss ich euch jetzt allerdings natürlich auch erstmal erklären. Naja, wenn wir da durchlaufen, kommen wir auf der anderen Seite wieder raus und das ganze Ding geht eigentlich unendlich. Wir könnten jetzt die ganze Zeit durch diese Bambusrahmen durchspringen und würden nie irgendwo am Ende ankommen. Dieses wilde Feature funktioniert übrigens nicht nur beim Laufen, sondern wir können dadurch auch unendlich oft fallen. Dafür habe ich hier einmal ein kleines Portal aufgebaut. Wenn wir da durchfallen, dann kommen wir da oben wieder raus und auch das ist ein unendlicher Loop. Kleine Kostprobe gefälligst, kurze Warnung, es wird wirklich schlimm. 3, 2, 3, 2, 1, go! Was zur Hölle passiert hier? Oh mein Gott, wir fallen die ganze Zeit durch das... Oh mein Gott, das ist wirklich schlimm, es wird auch irgendwie immer schneller. Oh Gott, vor der nächsten Sache habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Willkommen in den Birken-Backrooms. Naja gut, okay, ehrlich gesagt ist das gar nicht so krass und schlimm, wie es sich anhört. Es ist halt einfach nur ein unendlicher Birkengang, wo wir immer wieder an derselben Stelle rauskommen und die ganze Zeit sowohl vor als auch hinter uns selber sehen. Ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass man diese Portale auch auf den verschiedenen Achsen drehen kann. Und naja, was soll ich sagen? Wenn man das Ganze auf die Spitze treibt, dann entsteht halt sowas hier. Jadies and Lentilman, darf ich vorstellen, der Looping. Wenn wir hier durch dieses geneigte Portal gehen, dann kommen wir hier drüben durch ein anderes geneigtes Portal wieder raus. Ja, und somit sieht es halt aus, als würden wir die ganze Zeit nach oben bzw. nach unten laufen. Ich habe da irgendwie unabsichtlich so eine kleine Illusion erschaffen. Ihr könnt mir an der Stelle sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie das Ganze für euch aussieht. Wirkt es so, als würde ich die ganze Zeit nach oben oder nach unten laufen? Ich bin da wirklich gespannt und kann es selber nicht ganz sagen. Eine weitere unfassbar coole Sache an dieser Mod ist, dass die Portale gar nicht gleich groß sein müssen.
lassen. Wir haben hier zum Beispiel so ein kleines Amethystportal und dieses ist tatsächlich connected mit diesem großen Rahmen direkt daneben. Wir können hier einmal durchschauen und dann seht ihr schon, sieht die gesamte Welt auf der anderen Seite irgendwie ultra klein aus. Als wäre das noch nicht genug, funktioniert dieses Portal dazu allerdings auch als eine Art Vergrößerungsmaschine. Wenn ich hier einmal durch dieses kleine Portal zum Beispiel durchgehe, komme ich in dem großen wieder raus und naja, bin auch selber riesig. Das gleiche funktioniert dabei übrigens auch umgekehrt, wenn ich jetzt in normaler Größe einmal durch das große Portal durchlaufe, dann komme ich auf der anderen Seite einfach als Mini-Gustav raus. Ah ja, und jetzt mal ehrlich, wie sollte ich diesen Moment für Promo bitte nicht nutzen? Checkt wirklich unfassbar gerne mein eigenes Plüschtier Mini-Gustav über den Link in der Videobeschreibung ab. Jo, also wie gesagt, das Ganze an sich ist wirklich unfassbar cool und auch wenn wir jetzt wieder zurückfliegen, dann, naja, sind wir wieder normal groß. Besonders wild ist dabei, dass das Ganze nicht nur für Spieler, sondern auch für jeglichen Entity gilt. Ich kann zum Beispiel hier einfach mal mit Pfeil und Bogen durchschießen und auf der anderen Seite kommt ein riesiger Pfeil raus. Also jetzt mal ehrlich, wie unendlich witzig sieht das bitte aus? Umgekehrt funktioniert das Ganze dabei natürlich genauso. Ich meine, guckt euch das an, wir haben eine XXL-Biene auf einmal. Warum ist die so riesig? Oh, 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 Freunde, ich hab eine Idee. Yo, let's go, XXL-Jukebox. Ich glaube, ich hatte wirklich noch nie so viel Spaß mit einer einzigen Mod und glaub mir, es wird noch krasser. Willkommen auf meiner neuesten Attraktion, dem Dimensionenfall 1.0. Wir starten hier oben auf der maximalen Bauhöhe und was hier so besonders ist, das zeige ich euch gleich. 3, 2, 1, go! Alright, also, wir fallen einmal hier runter auf diese normale Welt, landen im Nether, landen im End und, ja, das war's eigentlich. Der Freefall Tower durch drei verschiedene Welten. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, ich fand's irgendwie cool. Zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze gebaut wurde, wusste ich allerdings noch nicht, dass es dafür auch direkt eine Mod-Einstellung gibt, aber dazu kommen wir gleich noch. Zuerst möchte ich euch noch ein anderes absolutes Highlight von mir vorstellen, und zwar die Mini-Pyramide. Ja, Freunde, auch solche kleinen Dioramas sind mit der Immersive Portals Mod wirklich möglich. Wir haben hier so eine kleine Pyramide, die wir einfach wirklich so bearbeiten können. Und das Krasse ist, das hier ist nicht wirklich eine kleine Pyramide, sondern eigentlich sind das 5 Portale zu einer großen Pyramide. Das ganze Ding stand ursprünglich da hinten, durch die ganzen Portale ist es jetzt leider ein bisschen verbuggt, ignoriert das einfach. Natürlich können wir uns sie trotzdem von nahen anschauen, und zwar indem wir hier diese Trapdoor öffnen. Wenn wir da nämlich einmal reinspringen, dann landen wir einfach in dieser Mini-Pyramide, die ihr gerade gesehen habt. Wenn wir jetzt hier allerdings mal rausschauen, dann fällt uns auf, okay, wir sind wirklich in dem kleinen Ding, was ich gebaut habe. Hier ist das große Portal und ich kann da sogar rausfliegen, bleibe klein und wir haben hier dann wieder das Diorama. Also wirklich, wie unfassbar cool ist das, was man mit dieser Mod alles anstellen kann. Wir haben eine kleine Pyramide und können in diese kleine Pyramide rein und dann einfach klein wieder rauskommen und sind wieder am Startpunkt. Für die nächste Sache, die ich euch gerne zeigen will, brauchen wir einmal eine Kuh, ein Portal und einen Command-Block. Wenn wir dort jetzt einmal folgenden Command eingeben und hier auf Always Active klicken, dann können wir uns so sozusagen eine Portalüberwachungskamera machen. Durch den Command-Block wurde jetzt nämlich ein Portal erstellt, was sich durchgehend über der Kuh befindet und sich damit auch mitbewegt. Und wenn wir hier jetzt durchschauen, dann können wir die ganze Zeit beobachten, was unsere Kuh gerade so macht. Also ihr seht, die läuft zur Seite und das Portal bewegt sich auch, obwohl ich still stehen bleibe. Ah ja, und wenn sie irgendwas getan hat, was mir nicht gefällt, dann kann ich natürlich runterspringen und sie töten. Ein weiteres kleines, aber dennoch extrem cooles Feature in dieser Mod sind Spiegel. Wenn wir hier einfach mal ein bisschen Glas platzieren und dieses mit einem Feuerzeug anzünden, dann seht ihr schon, sehen wir uns selber. Dieses Glas funktioniert jetzt wirklich einfach wie ein Spiegel, wir sehen alles dahinter und halt auch meinen Skin. Ich kann mich so einfach selber küssen oder umarmen. Es fühlt sich gar nicht mehr so an, als hätte ich keine Freunde. Nee, aber Spaß beiseite. Spiegel in Minecraft sind schon irgendwie was, was ich schon immer wollte, aber es ist trotzdem auch irgendwie gruselig.
Ladies and Gentlemen, wie bereits angekündigt, willkommen zum Dimensionenfall 2.0. Tatsächlich gibt es dafür nämlich ein direkt von der Mod bereitgestelltes Feature, und zwar den Dimensionen-Stack. Hier können wir auswählen, dass sich unter der Overworld zum Beispiel der Nether befindet. Direkt über die Overworld können wir dann zum Beispiel das End platzieren und das auch einfach in einem Loop machen. Wie das Ganze dann am Ende in einer Welt aussieht, habe ich euch natürlich schon vorbereitet und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt direkt mal an. Kleine Vorwarnung, es wird mit der Zeit extrem schnell und verwirrend. Egal, wir gehen rein. Okay, wir fallen einmal durch diese Höhlensysteme hier, dann in den Nether rein durch eine Bastion, dann auf einmal ins End rein. Unter dem End ist wiederum dieses Sky Island, dann die normale Overworld und somit haben wir einen unendlichen Kreislauf. Wir fallen durchs End, dann fallen wir dadurch wieder zurück in die Overworld, mit der Zeit runter in den Nether und es ist einfach nur unfassbar verwirrend, aber irgendwie, wie alles in dieser Mod, auch unfassbar cool. Ja, ihr habt recht, ich weiß schon, die nächste Sache ist irgendwie ein bisschen langweilig. Oh wow, wir haben hier ein Painting und dahinter einen Raum, das würde mich echt überraschen, wenn da so ein Geheimgang ist. Hier hinten in diesem kleinen Ding sind dann bestimmt so zwei Kisten oder so, da sind die Dias drin, nichts Besonderes, hat man schon tausendmal gesehen. Naja, egal, ich gehe da trotzdem mal. Wartet mal. Wie bin ich jetzt in einer Höhle, um genau zu sein, in einem Spawner gelandet? Jo, und noch dazu ist hier ein OP-Goldapfel drin. Okay, das ist auf jeden Fall sehr stark. Ich bin gespannt, was man hier in den Höhlen noch so entdecken wird. Also, wir laufen einfach mal ganz normal geradeaus. Wir entfernen uns immer mehr vom Spawner und... Und ist hier noch einer? Hier ist noch ein Spawner. Was haben wir? Wieder ein OP-Goldapfel? Wartet mal. Ich glaube, ich bin da was ganz, ganz Großem auf der Spur. Ja, okay. Und meinen Schauspielern ist natürlich extrem schlecht, weil offensichtlich, ich habe dasselbe gebaut. Ich weiß, was hier passiert. Aber ja, das hier ist tatsächlich eine unendliche Höhle, mit der man ultra cool seine Freunde trollen kann. Egal, wie lange man in diese oder auch in die andere Richtung geht, man wird immer wieder bei dem Spawner rauskommen. Immer wieder mit demselben Loot und ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich fand es irgendwie unfassbar witzig. Okay, jetzt mal ehrlich, an diesem kleinen Tor hier kann ja eigentlich gar nichts besonders sein. Das ist halt ein Block breit, man geht da durch und ist halt direkt auf der anderen Seite. Was soll schon passieren? Wartet, ich zeig euch mal, was ich meine. Wir laufen los und was zur Hölle, warum ist das innen so viel länger? Okay, wir laufen da... Hä? Ich weiß, ich habe selber gebaut, aber ich finde es irgendwie trotzdem verwirrend. Wir haben hier eigentlich nur so einen Block breiten Gang, aber von innen ist er halt vier Blöcke lang. Ich meine, ja, das ergibt alles keinen Sinn. Das ist alles kurios und random und man kann die ganze Zeit in so einer Acht laufen, aber es ist halt irgendwie auch unfassbar cool, dass sowas möglich ist. Ich meine, guckt euch das an. Wir können hier zum Beispiel vor diesen Eingang ein Schwert werfen und wenn wir dann hier rüber gehen, dann sieht es so aus, als wäre das richtig weit weg, aber eigentlich liegt es ja da. Es liegt doch eigentlich hier, aber hier sieht es so aus, als wäre es da hinten. Was ist hier los? Wir können es einsammeln. Die Mod verwirrt mich. Ah, jo. Und was ich euch auch noch gar nicht gezeigt habe, wir können durch die Portale auch unsere Richtung ändern. Falls ihr euch wundert, was zur Hölle ich damit meine, schaut euch einfach mal das hier an. Wir laufen ganz normal durch diesen Gang und landen einfach... Also, versteht ihr? Es ist wie ein Kreislauf, als würden wir ein Looping laufen. Also, wir laufen gerade und fallen dann trotzdem einfach auf den Boden. Und hier ist der Ausgang. Und eigentlich ist das nur so ein richtig kleiner Klotz, aber es sieht halt aus, als wäre es ein Looping. Und das Wilde ist, wenn wir schnell genug sind, dann sehen wir sogar noch ein bisschen uns selber und können versuchen, uns so einzuholen. Okay, ich bin ehrlich, die nächste Sache habe ich mir selber noch gar nicht angeschaut. Das bedeutet, wir erleben das jetzt sozusagen gemeinsam das erste Mal. Mit diesem Stick hier soll man allerdings 5 random Räume erschaffen können, die alle irgendwie miteinander verbunden sind. Alright, also dann, ich rechtsklicke einmal und das sieht interessant aus. Alright, also wir starten in diesem Raum voller Taff-Mauern. Sehr interessant. Dann ist hier so ein Portal, wodurch wir in einen Amethystraum kommen. Wenn wir da einmal um die Ecke gehen, dann können wir hier in den Quarztreppenzimmer. Von da kommen wir in den Corstört-Raum und dann hier zu den Prismarinen-Mauern. Ah ja, und...
Und natürlich dann wieder in die TAF-Mauern. Okay, das ist sehr, sehr verwirrend. Dafür, dass es das bereits als Voreinstellung gibt, auch wirklich sehr, sehr cool. Es ist so eine unendliche Treppe sozusagen. Ich bin allerdings ehrlich, da gefallen mir die Dinger, die ich mir rausgesucht habe, schon irgendwie besser. Um genau zu sein, rede ich dabei übrigens von meinem neuen Jukebox-Gang. Ich bin gespannt, wie er euch gefällt. Ich meine, guckt euch das an. Das ist einfach ein Gang, der um die Ecke geht, nur aus Jukeboxen. Wir können hier einmal durchgehen und ja, dann kommen wir hier wieder raus. Alles Jukeboxen. Wie, was meint ihr? Ihr habt am Anfang Birkenholz gesehen? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, als ob ich so einen hässlichen Block benutzen würde. Ich meine, schaut euch das an. Ich kann auch wieder zurückgehen. Hier ist wirklich alles Jukeboxen. Immer gewesen. Ja, okay, kleiner Spaß. Natürlich habe ich auch hier mit Portalen gearbeitet. Wenn man da durchgeht, dann wird man hier rüber in diesen Jukebox-Raum teleportiert. Und da es hier an sich keine Portale zurück gibt, sieht es halt so aus, als wäre es schon immer ein Jukebox-Raum gewesen. Oh, und ich will euch noch ganz kurz eine andere Sache zeigen, die man bei dieser Mod einfach voreinstellen kann. Wenn man diese Option aktiviert hat und dann alle Augen in ein Endportal legt, dann entsteht nämlich eine Mini-Version vom End. Bevor ich euch die zeige, habe ich allerdings noch eine kleine Bitte an euch. Wir stehen mittlerweile kurz vor den 500.000 Abonnenten und das wäre wirklich mein großer Traum. Ich habe so ein cooles Abo-Special geplant. Von daher, wenn ihr jetzt mal ganz kurz unten auf diesen Button klicken und gleichzeitig auch ein Like da lassen könntet, würde mich das wirklich extrem freuen. Dankeschön. So, jetzt kommen wir aber wie versprochen zur Belohnung. Wir platzieren einmal alle diese Augen hier drin, aktivieren das Portal und ja, das was ihr hier seht, ist wirklich wahr. Es ist eine Mini-Version vom End im Endportal. Also jetzt mal ehrlich, wie unfassbar cool sieht das aus. Wir können das hier von allen Winkeln, sogar von unten betrachten. Und das Wildeste ist, dass wir da jetzt auch wirklich reinspringen können und wir, naja, wir landen in dieser anderen Dimension. Es ist so wild. Wirklich, das ist eine der besten Minecraft-Mods, die es je gab. Und ich muss es wissen, ich habe mal meine eigene erstellt. Bevor wir gleich zu Maps kommen, auf denen ich selber gar keinen Plan habe, was abgeht, weil ich sie mir einfach aus dem Internet runtergeladen habe, möchte ich euch noch eine kleine Sache zeigen. Ich nenne sie, auf König der Löwen angelehnt, den ewigen Kreis. Wir haben hier eine kleine Bricks-Röhre und am Ende ist ein gebogenes Portal. Wenn wir da jetzt durchlaufen, sieht es einfach so aus, als würden wir die ganze Zeit im Kreis laufen, nur werden wir niemals ankommen. Um genau zu sein, wenn wir uns einmal umdrehen, dann fällt uns auf, wir haben uns gar nicht vom Fleck bewegt. Die Röhre an sich ist eigentlich auch wirklich absolut winzig, aber es reicht für diese ganz, ganz wilde optische Täuschung. So, jetzt geht's aber wie versprochen rüber zu den Maps. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Okay, also hier haben wir jeweils 6 Portale, die uns jeweils in einen anderen, ultra verwirrenden Raum teleportieren. Starten wir doch direkt mal hier mit rein. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Das ist die unendliche Treppe aus Super Mario 64. Egal, wie lange wir hier hochlaufen, wenn wir uns umdrehen, sind wir irgendwie trotzdem wieder am Anfang. Yo, was ist hier los? Das sind einfach unendliche... Okay, das ist einfach ein unendliches Labyrinth und ich glaube, ich werde hier nie wieder rausfinden. Oh Junge, was wird uns hier erwarten? Okay. Na gut, das check ich. Es ist ein unendlicher Gang. Hinter uns sehen wir uns selber. Vor uns ist einfach nichts. Und wenn wir rausfliegen, fällt uns auf, ja, die Röhre ist eigentlich unfassbar winzig. Was gibt's denn hier Schönes? Alright, ein Raum mit unendlich vielen Spiegeln. Das ist ganz, ganz verwirrend. Ich fühle mich wie auf dem Jahrmarkt. Und außerdem mal wieder ein unendlicher Fall, wo wir hier durch diese Trapdoor einfach wieder rausgehen können. Boah, ich glaube, das hier wird mein Favorite auf dieser Map. Davon habe ich schon gelesen. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben hier einen Raum, da können wir reingehen. Dann haben wir hier so eine Schneekugel. Was uns dann allerdings auffällt, wir befinden uns in dieser Schneekugel selber drin. Also guckt euch das an. Das hier ist einfach eine Miniaturversion von, naja, der Schneekugel, in der wir selber sind. Das ist
genau derselbe Raum und hier ist das Ding. Und wenn wir dann hier wiederum durch diese Tür gehen, dann, naja, kommen wir in einer weiteren Schneekugel raus. Und da drüben sind noch mehr Schneekugeln. Es ist Schneekugelception. Boah, mal gucken, was uns auf der zweiten Map so erwarten wird. Okay, auch hier starten wir in einem kleinen entspannten Raum mit so einem Beacon, mit hier einem kleinen Fake Sky an der Wand. Und außerdem einer kleinen Hütte mit Fenstern, aber die sieht von drin so viel größer aus, als sie eigentlich sein sollte. Also guckt euch das an, das ist ein 3x3 Haus, aber wenn wir reingehen, dann ist es viel größer. Und auch wenn wir rausgucken, dann passt das trotzdem noch. Okay, was gibt's hier sonst noch so? Wir haben hier einen, oh mein Gott, wir haben hier einen unendlichen Gang, den wir die ganze Zeit wieder langlaufen können. Und wenn wir zurückgehen, dann, oh mein Gott, das ist unfassbar verwirrend. Wenn wir zurückgehen, dann ist unser Starterraum weg. Und auch der Gang, wo wir herkamen, auch der fehlt auf einmal. Stattdessen ist jetzt hier eine Tür. Und damit kommen wir in einen Raum mit noch mehr Türen und Noteblocks an der Decke. Okay, was passiert, wenn wir hier mal durchgehen? Dann kommen wir in einen weiteren Raum. Hier ist eine große Tür. Da kommen wir klein raus. Wenn wir dann da durchgehen, dann sind wir immer noch winzig. Oh mein Gott, das ist... Was ist hier gerade passiert? Ich check gar nichts mehr. Wirklich, es ist so weird. Ich verstehe es nicht. Wir sind in einem Raum voller Trapdoors, der aussieht wie ein Kreis. Es ist ein kreisrunder Gang voller Trapdoors. Oh mein Gott, wir können hier in die Trapdoors rein. Ist da... Diese Map ist so verwirrend. Ich kapiere gar nichts. Ich kapiere wirklich gar nichts. Das ist wirklich die Maximalversion, was man mit dieser Mod anstellen kann. Es ist wirklich ein absoluter Fiebertraum. Hä, hier ist ein neuer Gang. Hier war ich auch noch nicht. Hier ist ein Bett. Jetzt müssen wir ein Jump'n'Run machen. Aber wir sind immer noch winzig. Ich will nicht mehr winzig. Was passiert hier? Was passiert hier? Wo sind wir? Warum ist alles auf die Seite gedreht? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Die letzte Map war wirklich einer zu viel. Oh mein Gott, das hat meinen Kopf auf immer geschädigt. Aber trotzdem ist es so cool, was man mit dieser Mod alles machen kann. Wenn euch das Video und alle Sachen, die ich mir so rausgesucht habe, gefallen hat, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne als nächstes jetzt das Video in der Endcard anschauen. Außerdem würde es mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich, also Mini Gustav, über den Link in der Videobeschreibung mal abcheckt. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass wir uns auch am Donnerstag wiedersehen. Ich muss jetzt erstmal klarkommen. Haut rein und ciao.